Ja, wir sehen hier ein Showcase über einen Digital Engineering Prozess. Von der Planungsphase über die Konstruktionsphase bis zur virtuellen Inbetriebnahme und den laufenden Betrieb. Alles in einer App, nennt sich INA-App und ist Teil der Intuitive Automation Solution Plattform. Das unterstützt meinen gesamten Digital Engineering Prozess von der Planungsphase bis zum laufenden Betrieb und das möchten wir gerne hier zeigen. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, hier eine Oberfläche zu schaffen, die einfach zu bedienen ist wie eine normale Mobile-App. Wir können mit dieser App eine Maschine konstruieren, wir können diese Maschine parametrieren, wir können den Maschinencode generieren, in unsere Steuerung laden, über eine 3D-Simulation in Betrieb nehmen und unseren Maschinencode validieren und anschließend diesen Maschinencode in der realen Maschine reinladen. Und über Augmented Reality sind wir in der Lage, der Instandhaltung, Prozessinformationen und Diagnoseinformationen von den Geräten auf seinem Mobile Phone in einer Kamera darzustellen. Ja, wir benutzen in dieser App unsere Web-Services, zum Beispiel für die Basisauslegung. Aber ein sehr zentrales Thema ist letztendlich unser FAST-Framework. Lenze FAST unterstützt uns in der Softwareentwicklung für modulare Maschinenkonzepte. Das heißt, die Software-Modularisierung ist ein sehr zentrales Thema. Ein anderes Thema ist natürlich die Standardisierung von Software und Interfaces, aber auch von Connectivity. Hier setzt doch FAST einen Meilenstein in der Automatisierung.